Ja, neue Daten erhalten. EP. Ach, Vitaga, Zeitdilatation, Flucht. Okay. Zeitdilatation hatten wir ja schon auch in der Demo. Das war ja eigentlich eher so Zeit anhalten, damit wir schnell zuschlagen können. Und dafür müssen wir diesen EP-Balken im Kampf auffüllen. Prämien-Shop. Ja, guck mal. Inhalte zum Herunterladen und Prämien für den Outwork-Dienst oder Trophäen erhalten. Outwork-Prämien. Kleidung. Schutzgardistin. Achso. Ja. Kaufen. Kost. Ist ja nochmal. Stumpfen. Ja, yeah, nimm mal. Amp-Schutz. Okay. Habe ich gerade 200.000 Geld bezahlt? Nee, war gerade noch umsonst, ne? Nee. Ich habe doch gar keine 200.000 Geld. Das andere war ja auch umsonst. Ich habe ja nur 3.600 Geld, aber ich habe es ja gerade gekauft. Also wenn ich es jetzt kaputt mache, muss ich es nochmal kaufen. Wahrscheinlich, weil du es verkaufen kannst, oder? Ich habe keine Ahnung. Prämien für Trophäen. Noch gar keine. Bitte. Kampfgarnituren. Leer. Schutzgardistin. Sturmklinge. Amp-Schutz. Blockeffizienz plus 15. Ist ja noch geiler. Ja. Ich sag mal nicht, wie das Schild aussieht. Das sieht aus wie ein Frauenkörper, oder? Ist doch okay. Ich kann damit leben. Ja, aber ich habe keine Fertigkeiten mehr übrig. Oder du nimmst was bei den anderen raus. Oder ich nehme was bei den anderen raus, okay. auf was ist denn die dies auf Schaden ist die auch, oder? Ist gerade irgendwie mit ihren Werten. Ich mache das mal fertig. Sie hat auf jeden Fall mehr TP als das hier. Die hat 3000. Die hat 2500, die hat 2100. Aber ich glaube, die hier ist stärker. Dunkle Muse. Ich weiß. Oh, Garniturenlehrling. Trophäe erhalten. Kann man sich nicht irgendwo dazu die Statistik angucken? ATB, Angriff. Okay, es ist durch Schwert. Ja, toll. Skrama, Sachs. 170. Boah, Sturmklinge ist sogar stärker als das. Dann würde ich sagen, dunkle Muse fliegt raus, Schutzgardisten kommt rein. Und kriegt die Schutzgardistin das von der dunklen Muse, den Block. Boah. Dunkle Muse, ja. Auf Kreis hätte ich gerne bitte. Eis? Eis. Wieso habe ich zweimal Eis? Das eine ist stärker als das andere. Guck mal, Angriffszauber plus 40. Naja, auf dem Eis ist das nicht drauf, das meine ich. Ach so. Eigentlich wollte ich aber Eis. Nee, mach mal Eis auf Dreieck. Du musst damit klarkommen. Schön. Achso, ist auch von dunkle Muse, nee, irgendwie. Hä? Kann ich das nur auf Kreis machen? Nee, ich muss doch wieder weggehen. Schockvermögen, ach, sortieren, okay. Ich blick noch nicht durch. Ich habe auch nichts mehr übrig. Naja, lass es da auf Kreis setzen. Hat die dunkle Muse denn noch irgendwas? Ja, angreifen, aber angreifen ist gebunden. Angreifen kann man auch nicht rausnehmen, anscheinend. Ist noch ein bisschen verwirrend. Ich kann mit der Schutzgardiste blocken, aber nicht angreifen. Weil ich keinen Angriff frei habe. Verstehe, Baby. Lernst du schon noch? Ja.
Yippie. Du bist ja erst der Lehrling, hast du hier gelesen? Ja, ich bin ein Lehrling, stimmt. Inventar auffüllen. EP eintauschen. Ja, mach mal. Jetzt wird es interessant. Ich habe 5 EP. Aha. Was ist denn ein Übertrank? Frischt TP vollständig auf. Heilt eure Zustandsveränderung, erteilt Flor und geringe TP-Heilung. Phönixfeder, ein EP. Muss ich mir die EPs also irgendwie doch wieder bei Bosskämpfen irgendwie freischalten? Anders verstehe ich das bisher nicht. So. Ich lasse das mal. Vielleicht brauche ich die EPs noch woanders. Tja, Teleporter, wa? Würde ich sagen. Kann nicht benutzt werden, weil noch nicht alle Aufgaben. Okay. Oh, erneut? Echt jetzt? Ja, musst du wohl machen. Na dann, viel Spaß. Danke. Wo gehst du hin? Oh. Verlass mich nicht. Ich war so schlecht in dem Kampf. Das kriegst du besser mit. Ein Stern ist ja gar nichts. Ja, toll, danke. Immer rauf da, immer rauf da. Schlechter wär's, wenn du keine Sterne hast. Ja. EP-Fertigkeiten. Tutorium. Ich mach erstmal Käfig zu, wa? Ja, mach den Käfig zu. Das EP-Meter links unten im Bild zeigt die Restbeträge an. Ach, das soll eine Zahl sein, ich verstehe. Ja, maximale EP-Wert beträgt zurzeit 5. Je stärker Lightning im Laufe des Spiels wird, desto größer wird doch dieser Wert. EP werden in der Arche vollständig regeneriert. Okay. Öffne mit Start das Pausenmenü. Im Kampf gelangt man übers Pausenmenü zu Heilgegenständen und EP-Fertigkeiten. Mit L1R1 kann man wechseln. Okay. Eine Stunde voran. Hier in der Asche steht, wenn ich aus Kampf fliehe. Boah, was? Okay. Ich kann Bildschirmfotos machen. So, Zeitdilatation. Verwenden. So, jetzt kann ich schön zuschlagen. Okay, irgendwie muss ich mit meinen Kostümen echt noch arbeiten. Zack, aber wenigstens habe ich jetzt 3. Und kann so ein bisschen sparen mit den ATBs. Weil der ist empfindlich. Und rauf da. Zack, zack. Komm schon. Das tat gar nicht weh. Und weiter zaubern. Und nochmal, Quatsch. Zeitdilatation und angreifen. Zack. Was ist mit angreifen und zack? Na, mit der Zeitdilatation und so weiter. Okay, geht jetzt schon ein bisschen besser. Ah, 4 Sterne. Ich muss an den Kostümen echt wirklich arbeiten, irgendwie, weil es bringt nichts, wenn nur ein einziges Kostüm angreifen kann und die anderen nicht. Ja. 4 Sterne. Kann man machen, würde ich sagen. No interest today. You can head for the surface anytime you want. Just remember though, you have to come back here every morning at 6. You're giving the Savior a curfew. Is that it? There is a good reason. Ich muss jeden Morgen um 6 wieder zurück da auf die Arche. Und wenn ich aus dem Kampf fliehe, wird eine Stunde vorgestellt die Uhr. Also verliere ich eine Stunde Zeit. Du hast ja nur 13 Tage. Hm. Das ist dreist.
Was tust du da? Meine Brille mir nehmen. Oh. Ja. Okay. Hast du das Vieh jetzt besiegt? Ja, ich hab's jetzt besiegt. Und wie viele Sterne? 4. Hast du mir nicht zugehört? Nein, wo Warum? Denn? Ja, weil ich es laut genug gesagt habe. Wo denn, fragte. So. Locken. Ich verpasse dir jetzt erstmal hier wieder den Kram. Es geht ja sonst gar nicht. Aber kann ich dir nicht das andere Schwert geben? Das hat gar kein Blockvermögen. Aber dafür haufenweise TP-Werte. Ne, dann bleibt so. So, Schutzgeldessen hat keine Waffe. Ha! Okay. Aber dafür die jetzt die gute Waffe. Von mir aus. Ja. Weil ich das so sage. By using the warp device, I can teleport you back down to the surface. Echt jetzt? I'm worried about Snow. I should go to his palace. You could, but I suggest you visit another city instead. You want me to abandon Snow? Down on the surface, time is stopped for everyone. The palace will still be on high alert. It would be next to impossible to get anywhere close to Snow. You're saying I should let things cool down first. Ja, zurück nach Nova Chrysalia. Ich dachte, wir sollen woanders hin. Okay, einfach. Nee, wenn ich auf Nein mache, passiert nichts, also muss ich ja dahin. I'm going to send you to Luxarian. Was? The capital of the world. Or what's left of it anyway. I'll place you inside an inbound train. When the train stops at the station, you can get off with the other passengers. Something has happened in front of the station. All right, do it. You're surprisingly calm for someone who's about to venture into unknown territory. But you were always brave. Brave? I don't feel brave. I don't feel anything. No worry. No confusion. No fear. Ja, kann auch Vorteile haben, wir keine Empfindung mehr zu haben. Man hat's bei Elena gesehen bei Vampire Diaries. Ach, jetzt kommen wir mit deinem Vampire Diaries, ey. Boah. Echt jetzt, ja? Klar. Boah. Boah, aber da darfst du auch nicht zu viel gesoffen haben, wenn du das Spiel spielen willst, oder? Durftest du aber in 13.2 auch nicht. Ja. Schiebst da voll den Föhn. Das als Bildschirm hinter, das als Bildschirmschoner für den Computer. Boah, ne. Okay. Die sehen ja nicht alle besonders sehr glücklich aus, oder? Wie würdest du denn aussehen, wenn in 13 Tagen die Welt... Aber das wissen die ja nicht. Das weiß doch nur Snow und... Quatsch. Nicht mal Snow. Eigentlich nur du, also als Lightning und Hope. Es fällt doch gar nicht auf mit ihrer fetten Bewaffnung. Quatsch. Quatsch. Pass doch da voll rein, guck dir das mal an. Aber schön gemacht. Luxarian. Luxarian, a bustling metropolis. The divine city of light in the holy sea of salvation. It's the last bastion of peace and order in a dying world. Most of the people who live here worship the almighty Benevelza. The city's governed in his name by a powerful religious sect known as the Order of Salvation. God's followers believe in ultimate redemption, and their faith helps keep the fires of hope burning. Ist das nicht Vendel? But even in this pious city, a darkness lurks untouched by divine light.
Sie sah noch gerade aus wie Vendel, yeah, yeah, oder? A heresy that rejects the teachings of Supreme Benevelza. Die ganze Stadt erinnert ein bisschen an Kingdom Hearts. Traverse. It's another girl. How awful. I bet it's the heretics doing. The Divine City doesn't look so holy now. This was no accident. Oh. The girl was left here intentionally. Light! What? There's no need. Just a dummy. Hope, did you see who dropped it? They must still be close. My sensors didn't pick up anything at all. I'm running a search of the city's video database, but I'm coming up blank so far. Doesn't matter. I'll just find out myself. No. Luxarian. The Divine City of Light. Is that what they call it? Trouble is, the brightest lights cast the darkest shadows. Ooh, was für ein Spruch. Hm. Aus der schlechten Metaphertüte rausgeholt. Das sieht doch... Feng? Meinst du, es war Feng? Ich fand, es sah gerade aus wie aus 13.2. Wie hieß der? Joel oder so? Noel. Noel, Entschuldigung. Entweder Feng oder Noel. Wankender Glauben. Rang 2 Sterne von 3. Okay. Irgendwann wurde noch ein solcher Mord begangen. Hat etwas zur Lösung abgesehen. Lightning muss mit Zeugen sprechen, um Hinweise zum Tathergang für den Inquisitor zu sammeln. Diese Mission unterliegt einer Zeitbegrenzung. Ja, was soll ich sonst machen außer annehmen, ha? Kannst du ja ablehnen, wenn es Spaß macht. Das heißt, ich spiele jetzt hier Detektiv? ich glaube, du musst mal ein bisschen schneller werden, weil Zeit und so. Ja, wo ist denn die Zeit? We need to solve this case quickly. Luxarian is the city of divine light, yet it has seen the murder of 3 girls in 3 days. The people seem to be growing fearful. If you find out anything at all, I'd be anxious to hear it. There are similarities among the victims. They have all been young women, and all of them had rose-colored hair. Yes, just the same shade as yours. You may also become a target of the killers. I urge you to be careful. Okay. The Savior's mission is to rescue the souls of people trapped in prisons of pain and suffering. Wo steht Facebook App? By forming a bond with them, you can lead their souls to salvation. Souvenir kaufen? Also ich kann mir von denen jetzt irgendwas kaufen. Auch schön. Aber eigentlich wollte ich jetzt... untersuchen. Nee. Wollte jetzt hier nicht kaufen. Was ist das? Schrift Itros, okay. Verdammter Lösung wird durch die Hand des Schattenjägers sterben. Ja, sehr gut. Wem soll ich denn reden? Mit dem Inquisitor habe ich da schon gesprochen. Aber da ist noch ein Fragezeichen. The horror continues. Another victim has been discovered. I knew the latest victim. She was a leading member of the Order clergy. She'd been a rising star, destined to become the next high priestess. But then she retired suddenly for reasons of health, so it was said. And then this. Okay. Hier ist noch ein Fragezeichen. Mit dem kann ich aber nicht reden. Ja. Und die hier brauche ich jetzt nicht wirklich untersuchen, weil die kann ich nur kaufen von denen. Hm. Inquisitor, 2 Sterne. Gehen wir mal hoch. Gehen wir hoch. This is my favorite spot. Hang out here long enough and you get to see all kinds of things. Like those white garbed loonies, for example.
The children of Etro are heretics, and they don't believe in the Order's teachings. Those Etro fanatics used to keep a low profile, but recently I see them everywhere. Okay. The authority isn't what it was. Now those people wander the streets like they own the place. Do you think they know something we don't? Maybe they have a date for the end of the world. Who knows? Das genaue Datum in 13 Tagen. Wertvolle Informationen erhalten, okay. That's vital information. Good work, Light. At this rate, you'll solve the murder in no time. Oh. Guck mal an. Kämpferemblem. Da liegt noch eine. Das ist die Puppe. It's important evidence. Don't touch it. The victim had rose-colored hair, and the wig on that dummy was of the same color. The killers appear to believe that the evil savior will take the form of a young woman with rose-colored hair. Die teuflische Erlöserin hat das gerade echt gesagt. Children of Etro. But why are they so sure what the savior will look like? Warum sitzt da eine Katze? Katze. Inquisitor will definitely be very interested in this information. Why not talk to a few more people? Ja, ja, wir reden ja mit noch mehr Leuten, ist ja gut. It can't be. Damn it, it's not like him to be late. But what if? No, no, couldn't be that. Something wrong? Not about those murders, is it? God, no. Well, at least I hope not. You see, it's the end of my shift and I'm waiting for my replacement, but he has keine anderen Sorgen, Alter. Echt jetzt? You're starting to worry, right? He likes to make out he's a tough guy, but he isn't at all, frankly. His name's Holmes. If you run into him, do me a favor, will you? Tell him Thornton's worried and needs to go home. Aber na klar. Okay. Sag mal, da ist zwar gerade irgendwas Schlimmes passiert und er möchte nach Hause. Nebenmission. Steigern, Glorien gewinnen. Na ja, 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 okay. Finde Thorntons Kollege, versteckt sich an der Herberge auf dem Bahnhofsplatz. So, hast du was gesehen, Mädchen? Nein. Nee. Okay, anscheinend nicht. Herberge? Ist er denn nicht irgendwo einer rumstehen? Holmes, da hinten. You work at the station, don't you? Your fellow attendants worried about you. My... Oh no, is it time for my shift already? I completely lost track of time. Was hast du denn da in der Ecke bitte gemacht die ganze Zeit? Die Wand angestarrt. You know the people who threw the dummy off the clock tower? I got scared, so I've been laying low. I can't go to the station. That's where they'll look for me. You were there? What did you see exactly? You have to tell me. I don't have to do anything. But if you can protect me from those people and get me to the station. Was? Get me to the station and then I'll talk. Bring mich zum Bahnhof, weil ich werde berichten. Echt? Du bist jetzt Bodyguard, Mann. Das ist ja noch das Tutorial, okay, aber... Also so ein bisschen affig ist das ja schon, die 10 Meter hier rüber. Naja, 1988? Ja... Keine Ahnung. Irgendeiner aus meiner Ausbildungsklasse. Ich hab vergessen, wer. Wie weit muss ich dich denn noch bringen? Na, zu Horten. Oder Tod. Horten? Horten hört ein Huhn. Horten, ich sagte Thornton. Ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Ihm hätte jetzt unterwegs was passieren können, deswegen musstest du ihn begleiten. Holmes, you're safe. I was so worried about you, I could barely concentrate on my duties. Sorry, boss. Das klingt nach einer Bahn. Ich konnte gar nicht arbeiten. I don't know why I got so scared.
I'm sorry I let you down. It won't happen again. Never mind. I'm just glad to see you're safe. Guess I never told you. Well, years ago, one of my colleagues was killed by a monster. I was afraid the same thing had happened to you. I panicked and asked this lady for help. I can't believe no one told me that when I took this job. But anyway, sorry for the trouble, boss. From now on, I swear to you, I'm never going to be late. I mean, what if you're worried about or something, don't worry. I can't have that on my conscience. A friend that cares. Maybe that's enough to save us all. Yay, ach ja, Erlöserin-Belohnung, 300 Jill, Schaffnermütze und Schaffnerinnenmütze. Was? Angriffskraft plus 3 nur dafür? Geil, mach ich öfter. Achso, ich hab ihre Seelen erlöst. Well, a deal's a deal. You got me here safe and sound, so I'm going to tell you exactly what I saw. It was the children of Etro. They tossed the dummy off the tower. I really wanted to tell the Inquisitors what I saw. Honestly, I did. But I was afraid those heretics might find out and make me their next victim. Yay! Dann können wir gleich die nächste Aufgabe abschließen gehen. That was a valuable witness statement. I'm pretty sure the Inquisitor can use the information. Aber hier waren noch Fragezeichen. Ja, da, das kleine Mädchen. She's like God's servant. I always said those people would cause trouble, and I was right. Every night I can see them, those weirdos in their white cloaks sneaking around the streets. Whenever I see white, I think, ugh, heretic. If there's one thing I know, ihr wird voll weggeschubst. He's the ringleader of the heretics. Those fanatics are growing bold. Nowadays, there's always a gang of them in the plaza in front of the station. It's as if they are meeting to go someplace else. Speaking of which, it's usually around this time they start to show up. Okay. Bahnhofsvorsteher. Den brauchen wir, glaube ich, nicht mehr, wa? The Inquisitor will definitely be very interested in this information. Why not talk to a few more people? Ach ja, aber Hope sagt, ich soll mit noch mehr Leuten reden. Operations are currently suspended. Okay. Danke. Für diese Information. Da ist ein Fragezeichen. Oder hat... Nee. No one, absolutely no one doubts that the people behind the killings are those heretics. The Order is conducting its inquisitions based on that assumption. Okay. The Etro fanatics who worship the Goddess of Death are all over the place. Just look for the sinister groups huddled together, dressed head to toe in white. It may mean nothing, but some people have witnessed the Etro heretics using the public phone near the graveyard. Furtive conversations in the streets. Prowling the city at night. It makes you wonder what they're up to. Okay. That's vital information. Good work, Light. At this rate, you'll solve the murder in no time. Ich verarsch nicht, ich hab doch schon. Oder nicht? Den Mord gelöst. Wüsst du gar nicht? Ich geh mal einfach hin, mal gucken, was er sagt. Der Inquisitor. The Order needs as much information as possible. Search the premises for witnesses or suspicious persons. Ja, jetzt ist hier auch Fragezeichen. Die waren vorher nicht da, oder? Die waren schon da, du konntest sie nicht ansprechen. Fanatics, those unspeakable heretics who reject the order, have been gathering brazenly on street corners. They're a sinister bunch, clad in stark white cloaks. I just overheard one of them say something very interesting. It went something like, if we kill the savior, the prophecy will come true. Now, all the victims to date have been women. Could there be a connection? Are they trying to hunt the savior? I wonder if I should tell the Inquisitor this information. It might be important. Ja, vielleicht. So the culprits are the children of Etro? But what's their objective? What could they be after? Let's find out. Once the gates are open, they'll try tailing them. Discreetly. It'll be the easiest way to find their hideout. I'll talk to the Inquisitors. Hopefully get these gates open. Hey, lady! So
these heretics? They believe in the goddess, right? Are they all bad people or just some of them? Those heretics are always hanging around here, you know. They're easy to spot. They wear white clothes and huddle together muttering stuff about oracles. You know, they always stare at any women that go by. Do you think they're picking out their next sacrifice? Pretty scary, huh? I'm scared. Oh. So, und dann reden wir mal mit dem Inquisitor. If you know anything about the case, I'd be glad to hear it. The goddess's disciples are beginning to gather. If you lift the blockades around this area, there's a good chance they'll start to move out. You're suggesting I let them go? It's not a bad idea. Yes, yes, I'll give the order and we'll see where the heretics lead us. We've managed to find some eyewitnesses, and we think we know who it was that strung the dummy from the tower. Let me guess. The children of Etro, right? Ah, you have your own sources, I see. In recent weeks, the heretics have become more visible on the streets of our holy city. The poor, benighted fools don't believe in God's salvation. Clearly, their despair has led them to carry out these wanton acts. If only they would open their eyes, embrace God, they could bathe in the pure light of His almighty grace. Can't they see that their souls would be liberated in the new world? The irony of it all is that their fanatical rejection of the Savior has only made my own faith that much stronger. Although, perhaps that is the work of the Savior herself. If you think your faith will save you, then go ahead. Believe all you want. Yeah, abgeschlossen. Gelehrtenbrille bekommen. Und noch mehr Angriffskraft und mehr Magie und mehr TP. Läden von Luxerion. Straßensperre aufgehoben, keine Heilgegenstände von Krämern und Kleidung und Deko kaufen. Okay. Chronostasis wurde freigeschaltet. Besondere Fähigkeit. Kurzzeitig die Zeit kontrollieren. Schön. Cool. Warum nicht? Rechts oben im Bildschirm die Uhr. Hilfreich ist diese Fähigkeit beispielsweise bei Missionen, denen eine Zeitbeschränkung auferlegt ist. Beachte, dass die Übernachtung in Herbergen oder die Benutzung der Schwebebahn den Zustand der Chronostasis aufhebt. Okay. Das heißt, wenn du eine Mission hast, die auf Zeit geht, kannst du Chronostasis benutzen, um mehr Zeit zu haben. Hm. Ja. Neue Hauptmission. Was mir halt noch ein bisschen Sorgen macht, ist, dass da steht noch 6 Tage und ich weiß nicht genau, wie sich das mit der Hauptstory fügen wird. Ich glaube zwar nicht, dass man ernsthaft in Zeitdruck kommt, aber ein bisschen beklemmend ist das Gefühl schon, oder? Ein bisschen. Ja, ja. Bleib mal locker. Ja gut, ich würde sagen, wir machen jetzt mal hier Ende mit unserem Angezockt, weil ehrlich gesagt kratzt mir der Hals langsam richtig nervig. Und... ist schon ziemlich spät. Guck mal, kennst du die? Ja. Schokolina ist wieder da. Schokolina! Hi! I sense you want to talk about something. Ask away! Is it about this message board? Or something more important? Like my beauty regimen? Yay! I want to talk to you. I think that you have it backwards. Oh, don't be such a silly Sahagin. Everyone wants to talk to me, especially since I've been put in charge of this. The message board? It's not just an ordinary message board. It's called the Canvas of Prayers, and it's magical. An ancient spell has been cast on it, and now it can show people's hopes and dreams. For example, you know how people wish on stars, or by throwing coins into a fountain? I know you've done it too, even though you'd never admit it. This board collects prayers from all over the world, from all sorts of people, and makes them appear as words. You mean anyone can come here and read them? Just you. It's written in a mythical language. To anyone other than yourself, it looks like a jumble of nonsense. Okay. Yeah, wie unerwartet. Nur wir können es lesen.
Es ist ein schwarzes Brett, das nur wir benutzen können. Now don't just take my word for it. Why don't you take a look? See if you can't read everyone's humble little wishes. Genau, sieh nach, ob du Wünsche lesen kannst. Ja, yeah, schrei nach Rache, flauschiger Freund und Glasfasern. Ich hasse sie. Lies mir das nachher durch. Okay. Erstmal annehmen. So. Gut, dann. Ja, Schoko. Ja, Leute, dann ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, kauft es euch morgen bzw. übermorgen selber oder ihr habt es schon gekauft, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Schaltet mal wieder rein. Ich hoffe, ich werde irgendwann endlich bald wieder gesund, dass ich auch nicht mehr so husten muss. Und. Wäre cool, ja. Weil Samstag ist ja ein Hegenberg-Konzert. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Tschüss.